Einen schönen guten Abend im Namen des Kurier und der Büchereien. Herzlich willkommen zur Veranstaltungsreihe Zur Sache kommen, Kurier präsentiert. Wir haben heute die Ehre, die erste Veranstaltung durchzuführen, und zwar mit dem Titel und zum Thema 1919-2019, Nationalismus und Rechtsextremismus als Gefahr für Europa. Herzlich willkommen auch an Herbert Lackner und Konrad Kramer. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute hier sind, um über dieses Thema zu sprechen und auch Ihre neu erschienenen Bücher zu präsentieren. Herbert Lackner ist geboren in Wien, studierte Politikwissenschaft und Publizistik. Er war stellvertretender Chefredakteur der Arbeiterzeitung und 23 Jahre lang Chefredakteur des Profil. Er ist Autor zahlreicher zeithistorischer Beiträge im Profil und in der Zeit und hat auch einige Bücher geschrieben, unter anderem 2017 Die Flucht der Dichter und Denker. Und zum ähnlichen Thema, ein bisschen weiter zurück quasi, ist jetzt das neue Buch erschienen bei Überreuter mit dem Titel Als die Nacht sich senkte, Europas Dichter und Denker zwischen den Kriegen und am Vorabend von Faschismus und NS-Barbarei, das heute auch hier präsentiert wird. Konrad Kramer ist in Wien geboren ebenfalls, studierte Pharmazie, ist seit 1984 als Journalist tätig, seit 1992 beim Kurier und seit 1999 außenpolitischer Redakteur. Er hat mehrere erfolgreiche historische Sachbücher geschrieben, unter anderem Die schrulligen Habsburger und Mission Michelangelo. Heute präsentiert er hier Neue Grenzen, offene Rechnungen, eine Reise durch Europa und seine unbewältigte Geschichte, erschienen bei Residenz. Hinweis möchte ich ebenfalls auch auf den Büchertisch von der Buchhandlung Orlando. Sie können im Anschluss an die Veranstaltung die Bücher kaufen, die Bücher werden signiert. Wir wünschen Ihnen einen spannenden Abend. Viel Vergnügen. Los. Gut. Wir haben uns am Anfang vorgenommen, einmal zu klären, wo die Arbeit an diesen Büchern, an unseren Büchern begonnen hat, warum wir sie geschrieben haben, was die Idee dahinter war. Ich sag's mal, es mag makaber klingen, die Arbeit an meinem Buch begann in Auschwitz vor etwa 10 Jahren. Denken Sie jetzt nicht ans Konzentrationslager, sondern denken Sie an den Ort rundherum, an den Platz davor. Dort blühte nämlich damals auf einmal eine Shopping Mall, ein Einkaufszentrum. Ein findiger polnischer Unternehmer hatte sich gedacht, es gäbe doch so viel Touristen dort, Besucher aus dem Ausland, das wäre doch unglaublich geeignet, um diesen Ausländern, die da kommen und auch Geld haben, Dinge zu verkaufen. Also hat er dann begonnen, dieses Geschäftszentrum dort zu errichten und ist natürlich unweigerlich auf einen riesigen Protest gestoßen, international. Es gab Empörung, man kann doch nicht einfach neben das größte Vernichtungslager der Nationalsozialisten dieses Ding hinstellen. Der Unternehmer hat sich durchgesetzt, er ist später Bürgermeister von Oświęcim, also Auschwitz geworden, der polnische Name. Ich habe ihn dann auch kennengelernt, war ein sehr charmanter, übrigens fließend deutsch sprechender Herr. Und ich habe mir damals gedacht, wenn irgendwo in Europa es einen Ort gibt, wo die Gegenwart von der Vergangenheit förmlich erschlagen wird, dann ist es Auschwitz. Und ich habe diesen Gedanken von da an eigentlich auf allen meinen Reisen, die ich als Kurier, Reporter quer durch Europa machen durfte, immer mitgenommen. Und es ging mir in vielen, vielen dieser Geschichten immer darum, wie sehr die Vergangenheit in die Gegenwart hineinleuchtet, wie sehr sie überschattet und wie sehr sie vor allem die Politik bestimmt. Und das ist das Generalthema dieses Buches. Es ist eine Reise quer durch Europa und erzählt, geht immer von der Gegenwart aus, von der heutigen, sagen wir mal so offen, Europakrise mit all diesen Nationalisten, Populisten, der Renationalisierung, dem Rechtspopulismus, auch Linkspopulismus, wenn wir so wollen, den Konflikten von Brexit bis Katalonien und wie sehr in all diesen Konflikten die Geschichte aufpoppt. Und zwar so gewaltig, dass sie ab und zu nahe dran ist, die Demokratie hinwegzufegen. Und das Erstaunliche ist, und dann kann ich, glaube ich, direkt an den Herbert weitergeben, ist, viele dieser historischen Motive stammen tief aus dem 19. Jahrhundert, sind Motive, die, wie der Herbert jetzt wahrscheinlich gleich erzählen wird,
auch in den 20er Jahren, in der Zwischenkriegszeit vor dem Zweiten Weltkrieg auftauchen. Das heißt, es gibt Untote in Europa, die uns heute begleiten und die, wie wir alle wissen, im 20. Jahrhundert eine Rolle, die unseliger nicht sein könnte, gespielt hat. Das Buch ist sehr gut gelungen. Ich kann Ihnen das sehr empfehlen, das Konrads Buch. Das ist jetzt keine billige Werbung, aber er hat das wirklich gut gemacht. So, vom Journalist, vom Stil her, eine Vermischung, nicht eine Vermischung, eine Reisereportage mit historischen Rückblicken und politischen Analysen über die Gegenwart. Das ist sehr gut vom journalistischen Standpunkt her gelungen. Warum habe ich dieses Buch geschrieben? Ich bin seit Michael Köhlmeier im vergangenen Jahr diese Rede in der Hofburg hielt, also das war 1838, das ist der Jahrestag, bin ich seinen Satz irgendwie nicht mehr losgeworden, der da gelautet hat: Zum großen Bösen kann man die Menschen nie mit einem großen Schritt, sondern mit vielen kleinen, von denen jeder zu klein schien, für die große Empörung. Erst wird gesagt, dann wird getan, hat er dazu gefügt. Und ich habe mir immer gedacht, wie wäre das gewesen, wenn ich damals gelebt hätte, wenn ich diese Schritte, wenn ich gesehen hätte, wie da ununterbrochen passiert irgendetwas Neues, ununterbrochen wird das gewalttätiger, ununterbrochen kommen mehr Leute auf die Straße und wollen irgendwas zaumhauen oder irgendjemanden zaumhauen. Und das zeigt sich noch nicht so in den Wahlergebnissen, aber was hätte ich getan? Wie hätte ich da reagiert? Wäre mir das aufgefallen? Hätte ich schon gesehen, was da am Horizont sich zeigt? Oder wäre mir das wahrscheinlich genauso wenig aufgefallen wie allen anderen? Und darum habe ich versucht, mich in die Zeit hineinzuversetzen und diese Geschichte zwischen 1914 bzw. 1918 und 1938 nicht miterleben, das kann man schwer, nicht? Weil wir betrachten halt notgedrungen halt immer die Geschichte von vorne nach hinten. So, es geht halt nicht anders. Zeitreisen können wir nicht. Aber so gut wie möglich zu versuchen, anhand von konkreten Personen das nachzuvollziehen. Und man kann das natürlich besonders gut nachvollziehen an Personen, die sich auch schriftlich äußern, von denen es auch Quellenmaterial gibt und die auch niedergeschrieben haben, was sie sich denken und wie sie fühlen. Und das sind halt meistens Schriftsteller, Künstler, Wissenschaftler und so weiter. Und darum habe ich versucht, und das war auch gar nicht so leid, also die Aufgabe war schon auch vom Schreiben her gar nicht so einfach, wie ich dann festgestellt habe, aber es hat mir große Freude gemacht, zu versuchen, diese 20 Jahre zu erzählen und da hinein zu verweben, die Lebensverläufe von sehr berühmten Personen, die Sie alle kennen: Arthur Schnitzler, Stefan Zweig, Franz Werfel, Alma Mahler-Werfel, Albert Einstein, Karl Farkas, Robert Stolz, also Leute, die durchaus bekannt sind. Wie haben die das erlebt und wie haben die reagiert? Was haben die dann am Abend in ihr Tagebuch geschrieben? Was haben sie in ihren Briefen geschrieben? Wie hat sich das in ihrer Literatur niedergeschlagen? So kann man versuchen, ein bisschen diese Zeit nachzuvollziehen. Natürlich nicht, wie wenn man damals gelebt hätte, aber man kriegt ein bestimmtes Gefühl dafür. So, das war der Grund, warum ich das gemacht habe. Und wenn Sie mich jetzt gleich fragen, also jetzt gebe ich schon die Beantwortung des Kriminalromans schon am Beginn, muss ich sagen, ich hätte auch nicht mehr, also ich hätte das natürlich auch nicht gewusst, wo das hinmündet. Aber wer kann sich das schon vorstellen? Wer kann sich diesen Irrwitz schon vorstellen, der dann tatsächlich gekommen ist? Der war sowas von unvorstellbar, dass natürlich niemand daran denken konnte. Sigmund Freud, der darf man ja wirklich sagen, dass der ein Gefühl für die menschliche Psyche hat und von dem was verstanden hat. Der hat 1933, 34, nachdem die Nazis in Deutschland schon die Macht übernommen haben, gesagt, wie schon gedroht hat, dass das natürlich auch auf Österreich übergreift, der Nationalsozialismus, hat er gesagt, also wenn, falls die Nationalsozialisten auch in Österreich einfallen sollten oder hier in die Macht kommen sollten, werden die das nie mit dieser Brutalität tun, wie sie es in Deutschland machen. Das passt irgendwie gar nicht zu uns und das ist nichts Österreichisches. Sigmund Freud, das war jetzt nicht irgendwer, sondern sogar der hat sich 1933, 34 noch so geirrt. Also ich maße mir nicht an, das anders gesehen zu haben. Dein Buch heißt Als die Nacht sich senkte, Europa am Vorabend von Faschismus und Barbarei. Und also ich neige nicht zu diesen platten Dystopien, dass wir in Europa jetzt irgendwo Richtung Faschismus gehen. Zumindest nicht in der Form, wie wir als
bei dir in diesem Buch miterleben müssen als Leser. Aber es geht mir doch um Symptome, die mich in der näheren Betrachtung als Reporter einfach schockieren und frappieren. Und eines dieser Symptome ist, finde ich, dass man heute wieder die Macht auf die Straße, dass man Macht auf der Straße demonstriert, dass man meint, indem man die Straße erobert, kann man Macht demonstrieren. Und dass eine Staatsgewalt, also dass das sowohl die Aufständischen als auch die Staatsgewalt tun. Das letzte Beispiel ist eine wirklich mittlerweile gut etablierte Demokratie, Spanien. Sie kennen alle die Katalonien-Krise. Wenn Sie Katalonien kennen, ich durfte es sehr oft und sehr viel bereisen, das ist eine etablierte, wohlhabende bürgerliche Gesellschaft. Also die Schulen sind zweisprachig, es gibt Minderheitenrechte bis ins Detail, das ist alles wirklich ausgeklügelt. Sie leben in einer ganz normalen westlichen Demokratie. Und seit Jahren gibt es halt mittlerweile Millionen Aufmärsche von Katalanen, die der Überzeugung sind, wir können nur mit der Macht der Straße die Obrigkeit und die Unterdrückung durch Spanien, durch Madrid brechen. Das heißt, man stellt sich hinaus. Erstaunlich ist dabei die Wirkung von Fahnen. Wahrscheinlich fühlt sich jetzt der Herbert wieder an die Zeit seines Buches erinnert. Also Fahnenmeere werden eingesetzt. Als ob man in heutigen Zeiten nichts anderes hätte als Fahnen. Aber ja, man geht auf die Straße, man schwenkt diese Fahnen. Es sind wirklich Millionen Aufmärsche. Und das Erstaunliche ist, die Staatsgewalt setzt auch, und ich sage nicht umsonst Staatsgewalt, weil sie setzt demonstrativ Gewalt ein. Es gab vor 2 Jahren dieses Referendum über die Unabhängigkeit in Katalonien, das illegal war, weil Madrid das einfach nicht genehmigt hat. Soll sein. Madrid hat gesagt, es ist in der Verfassung nicht vorgesehen, man darf das nicht. So, dann hält man dieses Referendum ab, man nimmt also wie bei allen Abstimmungen, wie bei uns in Österreich, man nimmt die Schulen und sagt, dort wird abgestimmt. Stellt die Urnen auf und besetzt die mit Wahlhelfern und wartet halt, dass halt das Volk über Ja oder Nein zur unabhängigen Nation Katalonien, also der Loslösung von Spanien, abstimmt. So, dann sagt Madrid, das darf nicht sein und Madrid demonstriert seine Macht, indem es wirklich mit unfassbarer Brutalität reinschlägt. Also es geht nicht darum, dieses Referendum irgendwie zu stoppen oder von mir aus auch ablaufen zu lassen. Man hätte es einfach ablaufen lassen können. Sondern man hat demonstriert, ihr geht auf die Straße, ihr überschreitet die gesetzlichen Vorschriften und wir setzen konsequent Gewalt ein. Es gab hunderte Verletzte, es gab einen Toten, aber über den, der ist umstritten, aber egal. Es gab wirklich hunderte Verletzte, hunderte Verhaftungen, die Polizei ist in wirklicher Montur aufmarschiert, also mit teilweise Schreckschuss, Tränengas etc. etc. und hat vor allem einfach gezeigt vor den Augen der Weltöffentlichkeit, wenn ihr mit Gewalt kommt, kommen wir mit Gewalt. Und das ist für mich das Erstaunliche eben, dass man in einer Demokratie auf einmal wieder zeigt, die Straße entscheidet, wer hier gewinnt. Und ich glaube, das ist ja wohl ein Leitmotiv, das dein Buch begleitet. Und ich weiß nicht, die Frage stellt sich, wenn wir in die Zwischenkriegszeit zurückgehen, wo beginnt da auf einmal die Macht der Straße wieder? Wo in dieser wackeligen Demokratie, die Österreich nun mal war, wo taucht da auf einmal die Gewalt wieder auf? Naja, Gewalt kann man jetzt in dem Fall nicht sagen, aber die Straße wird gleich, da ist die Monarchie noch nicht einmal ganz gefallen, ist schon die Straße besetzt, nämlich seit ungefähr 1. November 1918 von den sogenannten Roten Garden. Die Roten Garden sind zurückgekehrte Soldaten, die sich da sammeln und sagen wir, also der Krieg war so furchtbar und wir müssen mit allem brechen, mit allem abrechnen, was diesen Krieg hervorgerufen hat. Es gibt zu diesem Zeitpunkt noch gar keine kommunistische Partei in Österreich, also die sind jetzt nicht von einer Partei gesteuert, sondern durchaus von einer spontanen Zusammenrottung unter der Führung eines Journalisten, das muss man sich einmal vorstellen. Ein Journalist schwingt sich, Egon Erwin Kisch, der war ein sehr relativ bekannter Journalist schon. Der hat den Fall des Obersten Redl im Jahr 1913 aufgetaucht, dieses Oberst, der für die Russen spioniert hat und der zum Selbstmord gezwungen wurde. Und der Kisch hat wenige Tage später berichtet, was da wirklich hinter den Kulissen passiert ist. Und der war schon relativ bekannt. Und der zweite, der da sich an die Spitze dieser auf der Ringstraße hin und her marschierenden Soldaten
setzt, ist der Franz Werfel, den Sie vielleicht alle nachher kennen aus Romanen wie die eine Blasbräu Frauenschrift, die 40 Tage des Musatak und so weiter, das Lied der Bernadette. Der ist ein 29-jähriger, etwas linkischer Literat und die zwei marschieren da halt mit den Roten Garden die Ringstraße einmal hin, einmal her, wollen dann einmal schön Brunn besetzen und dann sagt die Staatsmacht, na bitte nicht, da sitzt nur der Kaiser. Ja. Das war wirklich so. Ja. Also die Staatsmacht waren im Prinzip hauptsächlich Sozialdemokraten und der Julius Deutsch, der vorgesehen war schon als Verteidigungsminister und zur Aufstellung eines republikanischen Heers, der ist damals schon mehr oder weniger alert und sagt dem Kisch und dem Werfel, bitte nicht schon im Brunn, marschiert da, ja, so mehr oder weniger. Sie besetzen dann kurz eine Kaserne. Also, so. Und da passieren also absonderliche Sachen, wie zum Beispiel, sie lieben es da beim Deutschmeisterplatz, da am Schottenring und herum beim Schottentor, da immer sich zusammenzustellen und dann ihre Kundgebungen abzuhalten. Und der Werfel ist, wie gesagt, bin ich kein sehr politischer Mensch gewesen, hat Lyrik geschrieben. Und der steht dort dann, und da ist das Haus der Kreditanstalt da gerade neu gebaut am Schottentor. Und er steht da und donnert also irgendwie eher ungestüm los und sagt, also nicht nur die Staatsmacht und die Adel, das adelige Geschmeiß werden wir stürzen, sondern auch die Geldsäcke, die da drüben sitzen, und deutet auf das Haus hin. Und die Polizei steht dort und denkt sich, boah, jetzt stürmen die gleich die Kredite an die Bank. Nicht? Und wie die Versammlung, haben sie nicht gestürmt, und wie die Versammlung wieder sich aufgelöst hat, wird der Werfel verhaftet und sagt, nein, ich habe es eh nicht so gemeint, das waren die ersten ungelenken Versuche, die Straße zu besetzen. Das ist dann bald aus gewesen. Und die nächste größere Aufmärsche wird es 1919 gegeben. Da hat die schon bestehende kommunistische Partei ist auf der Straße aufmarschiert. Ein junger Kommunist, das war nicht ganz einfach, das mir vorgelesen, ein junger Kommunist mit 17 ist auf der Ringstraße gestanden und hat das gerade gesehen, wie seine Partei da also sich wilde Gefechte mit der Polizei liefert und wie wenn die Polizeipferde fallen, die Demonstranten hingehen und den Polizeipferden das Fleisch von den Knochen schneiden, weil es so eine Hungersnot gegeben hat. Das ist eine furchtbare Szene. Und er, dieser junge Kommunist, ist ein Bürgersohn, der heute halt so die Kommunisten gefunden hat und der später der berühmte Philosoph Karl Popper werden sollte. Und der ist damals war die kommunistische Partei verlassen und war geschockt über das, was er da gesehen hat. Und der nächste Aufmarsch, über den rede ich jetzt auch kurz noch, das ist etwas, aber jetzt kurz unterbrechen, da hat sich doch irgendwann mal beruhigt. Also irgendwann muss ja gut. Naja, es hat dann 1919 ab Februar das Wahlen gegeben. Die Sozialdemokraten waren stärkste Partei, die christlich-sozialen zweite und die deutsch-nationalen dritte. Das war immer so ungefähr so ein Verhältnis, was die ganze erste Republik hindurch. Sozialdemokraten 40, christlich-soziale 35, deutsch-nationale 15, 17. Und die Letzteren haben halt immer koaliert. Das waren so die durchschnittlichen Wahlergebnisse in der Ersten Republik. Kommunisten haben keine Rolle gespielt eigentlich in Österreich. Jedenfalls, die ersten zwei Jahre, das war okay. Also die Regierung war eine große Koalition von 1919 bis 1920 und die haben wirklich viel zustande gebracht. Also die haben die Habsburger Gesetze beschlossen, die haben eine neue Bundesverfassung beschlossen, haben einigermaßen versucht, das Leben wieder in Gang zu bringen, weil es war eine gewaltige Hungersnot. In Wien waren Zustände wie in einem Entwicklungsland. Ne? Und es gab keine Angebote auf den Märkten und nichts, also es war kein Essen da. Und die haben das einigermaßen zum Gehen gebracht. Es ist dann 1920 hat es wieder Wahlen gegeben, da sind die Christdemokraten, Christlich-Sozialen erstarkt und die haben dann eine Koalition mit den Deutschnationalen gemacht, die eigentlich dann bis zum Ende der Ersten Republik gehalten hat. Aber es war
die Stimmung in dem Land war mit nichts, also was jetzt die ideologische Positionierung der Parteien betrifft, mit nichts zu vergleichen, was wir von heute kennen. Es war ein unverschämter und verhohlener Antisemitismus. Mhm. Ich lese Ihnen nur kurz einmal vor, was zum Beispiel schon im Oktober 1919 Leopold Kunschak, damals der Vorsitzende der christlich-sozialen Arbeitnehmer und von 1945 bis 1955 Nationalratspräsident in der Zweiten Republik, sagte im Gemeinderat im Oktober 1919 Folgendes. Und zwar, es geht um Flüchtlinge. Es sind viele, viele Leute aus dem Osten der Monarchie nach Wien geflüchtet, weil im Osten der Monarchie ja Krieg war. Nicht? In den Ländern, die du beschreibst in deinem Buch. Und über diese Ostjuden, die meistens waren es Juden, die gekommen sind, sagt Kunschak im Gemeinderat Folgendes, dass die öffentliche Moral so tief gesunken, dass das Redlichkeitsgefühl so schwer erschüttert ist, das ist in erster Linie durch die jüdischen Flüchtlinge verschuldet, die sich als eine einzige Bande von Kettenhändlern, Schleichhändlern und Wucherern die ganze Zeit ihres Hierseins erwiesen haben. Man kann ruhig die Behauptung aufstellen, die Juden sind nicht nur die Not, sondern die Seuche unserer Zeit. Wenige Monate später versammeln sich beim Antisemitentag in Wien, das war eine Veranstaltung des Antisemitenbundes, dessen Vorsitzender der christlich-soziale Nationalratsabgeordnete Jersabek war. Die versammeln sich in Wien zu einer internationalen Tagung. Nach der Schlusskundgebung marschieren 5000 Patrioten, wie sie sich nannten, das Wort ist nicht heute erfunden, weil das gab es damals schon, marschieren 5000 Patrioten spontan vom Rathausplatz über den Ring Richtung Leopoldstadt, über die Seite Stadtpark, hauen beim im Vorbeigehen die Fenster vom Gartenbaukino ein und wollen dann in die Leopoldstadt eindringen, über die Brücken des Donaukanals und dort die jüdischen Geschäfte zusammenzuhauen. Also das, was später 1938 dann passiert ist, haben die schon 1921 versucht. Es war also keine Erfindung der Nazis, die jüdischen Geschäfte in der Leopoldstadt zusammenzuhauen. Dann hat halt keine Polizei, die mir bei der Brücke, nicht über die Schwedenbrücke gehen lassen. Ja, aber gewollt hätten sie es. Naja, Antisemitismus ist ja ein Leitmotiv in Europa und zwar bis heute. Das ist ja vielleicht frappierend, wenn wir jetzt einen weiten Sprung in die Gegenwart machen, wenn wir vom Antisemitismus reden. Sie erinnern sich an die Kampagne von Viktor Orban, der sich ja den US-jüdischen Milliardär George Soros zum Hauptfeind gemacht hat. Und wie du vorher erwähnt hast, also die Suggestion war in diesem Fall wieder, dieser Mann will das christliche Europa unterwandern. Er hat einen Plan. Es geht immer um dieses, das wurde also sozusagen, der Wahlslogan war, lasst Soros nicht als letzter lachen. Und Orban hat immer wieder gesagt, vom Soros-Plan gesprochen. Also diese Suggestion, es gebe einen jüdischen Plan, um das christliche Europa zu vernichten. Jetzt kann man sagen, gut, das ist Politikpropaganda, wir haben sie erlebt, die war im Fernsehen, etc., etc. Aber wie tief das in Osteuropa, und wir können dann nachher darüber reden, warum das doch anders ist, als hier im Westen sitzt, habe ich selber auf Wahlkampfveranstaltungen erlebt. Die Slowakei hat eine neue Präsidentin, eine sehr sympathische Mitvierzigerin, Susanna Čaputová, eine Bürgerliche. Und ich habe sie besucht vor ihrem Wahlkampf. Das war in diesem Frühjahr. Also wir reden jetzt nicht von lang vergangenen Zeiten, sondern von der Gegenwart. Und die Frau Čaputová hält mir entgeistert Ausdrucke aus den sozialen Medien vor. Und die Frau Čaputová ist mit einem Juden verheiratet. Soll sein. Ist so. Und in den sozialen Medien ist eine Hetzkampagne in der Slowakei losgebrochen, dass doch die Frau Čaputová wahrscheinlich auch Jüdin, so wie ihr Partner sei, und dass schon mal deshalb sie als slowakische Präsidentin nicht in Frage käme, wenn eine Jüdin an der Spitze der Slowakei. Das heißt, es geht hier um eine Grundhaltung. Und ich kann mich erinnern, entsetzt nach diesem Interview mit der Frau Čaputová gehe ich zur Chefredakteurin der dortigen liberalen Tageszeitung und ich lese ein Zitat vor, das sie mir damals, ich habe mit ihr einfach Hintergrundgespräch geführt, und die sagt dazu, das ist wie überall in Osteuropa, die Rechtspopulisten wie Orban müssen diesen Antisemitismus nur wachrufen. Das heißt, man kann das auch ein bisschen simpler erklären, es gibt natürlich im Alltag
Sprüche und Phrasen, die wir bei uns halt längst tabuisiert sind. Also wenn Sie in der Slowakei oder in Tschechien reisen, also auch gebildete Menschen, wenn immer sagen, wenn du im Wirtshaus nicht zahlst, dann sagt er, na Herr, du bist geizig wie ein Jud. Das ist ganz normal. Also das ist einfach so, diese Stereotype haben einfach überdauert. Das liegt an der mangelnden Aufarbeitung. Wir können das im Detail noch besprechen. Es geht darum einfach, der Kommunismus hat in 40 Jahren diese Aufarbeitung nicht zugelassen, weil es gab sozusagen, selbst der Holocaust wurde in der kommunistischen Geschichtsschreibung eigentlich weitgehend tabuisiert, weil der Weltkrieg war ja nur die große Konfrontation der kommunistischen Befreiungsbewegung gegen die düsteren Kräfte des Kapitalismus und Imperialismus. Da hatte sozusagen die Judenvernichtung, der Holocaust keinen Platz in dieser Darstellung oder bekam halt eine Randrolle. Das heißt, also wir sind nach 1989 in Osteuropa und das ist nun mal ein Motiv, das wir ernst nehmen müssen. Es findet im Alltag statt, es beeinflusst die Politik. Wir leben mit einem Antisemitismus, der einfach nicht aufgearbeitet worden ist, einfach weil die Zeit nicht dafür da war, weil die Politik es nicht wollte. Und was mich dann immer so entgeistert ist, wie stark diese Motive sind. Also es gibt ja diesen berühmten Begriff vom Antisemitismus ohne Juden. Also wir reden ja von in der Slowakei, die jüdische Bevölkerung ist natürlich infolge des Weltkriegs zur Gänze vernichtet worden oder fast zur Gänze vernichtet worden. Es gibt in Ungarn wieder eine kleine jüdische Gemeinde, es gibt in Polen eine kleine jüdische Gemeinde, aber auch das, wenn Sie es kennen, es gibt so wie in Krakau diese prachtvoll restaurierten Synagogen, aber eigentlich gibt es natürlich niemanden, der sie besucht, außer die Gäste aus anderen Ländern, die einfach dorthin kommen, um die Gräber ihrer Vorfahren zu besuchen. Aber wie gesagt, der Antisemitismus so als einfach als Leitmotiv, der nicht einmal den Juden braucht, das ist doch etwas, was also du hast ein paar so unglaublich frappante Beispiele in deinem Buch drin, wie arg das ist. Also in der Kulturpolitik, bei mir geht es natürlich sehr oft um Kultur und Kunst, da gibt es tolle Beispiele. Der Ernst Krenek, ein österreichischer Komponist, ist gestorben in den 90er Jahren, hat die meiste Zeit in den USA gelebt, hat eine Oper geschrieben, Johnny spielt auf, ist eh in der Oper, da bei uns auch gespielt wurde, und die hatte in die Wien-Premiere im Jahr 1927. Und diese moderne Musik, noch dazu ein Schwarzer, nicht? Also eher ein angemalter Schwarzer, aber trotzdem ein Schwarzer. spielt, also dem geht es in einer Oper, also das war natürlich für 1927 völlig verstörend fürs Publikum. Und wie der Vorhang in der Staatsoper gefallen ist, hat es Juden raus Rufe gegeben. Nur der Krenek war gar kein Jude. Ja? So. Das Gleiche passiert wenige, also ich glaube im selben Jahr, in Prag. In Prag hat die Oper Wozzeck von Alban Berg Premiere. In der Loge sitzen der Komponist und seine Frau, Alban Berg und Helene Berg, und ihre Freunde Franz Werfel und Alma Mahler Werfel. Die sitzen da in der Loge und verhängnisvollerweise, also auch moderne Musik, nicht? Aber verhängnisvollerweise ist da bei der Generalprobe in der Prager Oper der Bürgermeister von Prag halt geladen gewesen, um sich die Generalprobe anzuschauen, und der hat da bei dieser Generalprobe einen Herzinfarkt gekriegt und ist gestorben. Und jetzt haben alle Zeitungen geschrieben, der ist wegen dieser Musik gestorben natürlich, weil er sich so aufgeregt hat. Und als die Premiere von Wozzeck aus ist, versammeln sich unter der Loge, wo der Komponist sitzt und seine Freund, das Publikum und schreit, Juden raus, und auch der Alban Berg ist gar kein Jude. Ja? Also das ist, man hat sich das herbei, alles was einem nicht gepasst hat und alles was irgendwie schräg war, waren die Juden schuld. Soll auch heute noch so sein, dass an allem die Ausländer schuld sind. Manchmal, ne? Also den Eindruck hat, gewinnt man auch manchmal. Aber es passt halt so perfekt in diese Motivlage, die ja Nationalisten so gerne für sich verwenden, nämlich wir die Unschuldigen und irgendjemand anderer muss da sein, der uns das alles angetan hat. Wir wären nicht so. Genau, wir hätten das nicht gemacht. Also es ist also leider Gottes in vielen Ländern Osteuropas ist das ein Leitmotiv. Die Polen, die polnische Rechtsregierung verwendet das massiv. Ich gehe noch einmal auf diesen Antisemitismus ein. Also in Polen, Sie können, haben das vielleicht mitbekommen, es gibt ja ein Gesetz in Polen, dass jede Herstellung von Zusammenhängen zwischen Antisemitismus und Polen oder polnischen Bürgern unter Strafe stellt. Also das heißt, Sie dürfen nie auch nur irgendwie annehmen, dass antisemitische Verbrechen oder Untaten von einem Polen je begangen wurden.
Das ist natürlich, ich sage es offen, blanker Unsinn. Also es gibt, in Polen ist das einfach komplett tabuisiert worden. Es gibt einen polnisch-amerikanischen Historiker, Jan Tomasz Gross, der ist um 2009 zum ersten Mal in Polen aufgetreten und hat zum ersten Mal, wir reden von 2009, Dinge vorgetragen an Universitäten, die heute Teil des Geschichtswissens sind. Also zum Beispiel, dass natürlich, dass es nach dem Einmarsch der Wehrmacht 39 in Polen, im Umfeld natürlich auch Pogrome, antijüdische Pogrome und Massenmord verübt durch Polen, durch polnische Dorfbevölkerung gegeben hat. Das alles wird natürlich um Gottes Willen nicht bitte, es geht hier nicht darum, um Dinge in Relation zu stellen. Darum, aber einfach nur, das hat stattgefunden, das gab es. Und nach 1945, nach der Niederlage der Wehrmacht, gab es in Polen natürlich einerseits weiter in den wenigen Dörfern, wo noch Juden gelebt haben, gab es weiterhin Pogrome. Es wurden Juden in Dörfern in Scheunen gesteckt und die wurden angezündet. Und wenn wir noch weitergehen, es gab ja dann erstaunlicherweise doch einige Heimkehrer. Also manche überlebende Juden haben gemeint, doch in ihre alte Heimat zurückzukehren und haben auch diese Heimkehr mit dem Leben bezahlt, einfach weil sich die jüdische Bevölkerung, die polnische Bevölkerung gegen diese Menschen mit aller Gewalt gerichtet hat. Und man muss sich vorstellen, diese Verbrechen waren in Polen immer tabuisiert, sie sind es bis heute, also Vorträge, die heute, wenn also ein Historiker sagt dort, das fand statt, es gibt die Orte, es gibt die Bilder, es gibt die Namen, es gibt das alles. Und trotzdem sagt die PiS-Regierung, wer auch nur immer es wagt, die Polen in Zusammenhang mit antisemitischen Verbrechen zu stellen, wird unter Strafe gestellt. Es gibt auch diplomatische Sanktionen, die bestellen dann den israelischen Botschafter ein. Vor einer Woche gab es einen Skandal wegen einer Netflix-Serie, weil irgendwelche historischen Karten, da ging es um einen Auschwitz-Verbrecher, egal, die Details sind nicht wichtig, aber sozusagen, die Polen sind so erpicht darauf, nur ja, sich damit komplett zu distanzieren von ihrer Rolle im Antisemitismus, dass sie da sozusagen ständig das auch für ihre Politik einsetzen. Und da geht es um eine Opferrolle. Und ich glaube, das ist ja so ein Zentralmotiv in allen nationalistischen Bewegungen, ist dieses Wir waren immer die Armen. Also auch Viktor Orban zum Beispiel setzt das perfekt ein. Ich empfehle allen einen Besuch im Haus des Terrors in Budapest. Es ist ein Museum mitten in der Stadt, sehr toll gemacht, sehr eindrucksvoll. Da geht es um den kommunistischen Terror gegen die Ungarn, den es natürlich gab. Bin ich zu laut? Okay. Verzeihung. Geht es um den kommunistischen Terror, den es natürlich 1956, Einmarsch der Warschauer Paktstaaten, Niederschlagung des ungarischen Aufstandes etc. etc. Aber natürlich, in Ungarn gab es, wie in jeder Diktatur, eine massive Kollaboration. Der Kommunismus wurde nicht von außen auf dieses Land hinabgesenkt und dann sozusagen irgendwann wieder wurde diese Kappe wieder abgehoben, sondern das war natürlich ein eng mit der Gesellschaft verzahntes System. In Orbans Darstellung, und jetzt sind wir wieder bei dieser Opferrolle, die ganz wichtig ist für Nationalisten, sieht das so aus. Das Museum hat 3 Stockwerke, da sehen Sie, ich habe noch den Gulasch-Kommunismus erlebt, viele von Ihnen wahrscheinlich auch, also man hat sich mit diesem System arrangiert. Das sich arrangieren war ein Teil des ungarischen Kommunismus. Weil man auch, es war ja bekanntlich die lustigste Bude im Ostblock, wie Brezhnev gesagt hat. Also sozusagen, es ging ja den Leuten besser als anderswo, also man hat sich einigermaßen wohlgefühlt. Das heißt, und ist irgendwie mit dem Leben zurechtgekommen. Diese Kollaboration natürlich passt ins Orbansche Weltbild nicht hinein, sondern im Orbanschen Weltbild haben sie 3 Stockwerke, da sehen sie nur sozusagen die Opfer dieser von außen hereingetragenen Unterdrückung. Und dann müssen Sie mit einem Aufzug in den Keller fahren. Sie müssen mit dem Aufzug fahren, die Stiegen dürfen Sie nicht nehmen, denn der Aufzug ist verdunkelt. Und dann fahren Sie hinunter in den Keller und dort haben Sie wendeweise die Täter. So als ob die mit all dem anderen nichts zu tun haben. Sozusagen die Idee ist, die Ungarn, die sind oben, das sind die Opfer, und unten sind die Kommunisten, wo auch immer die herkommen mögen, um Gottes Willen. Aber sie werden schon von irgendwo runtergefallen sein. Aber Hauptsache, sie sind von all diesen armen Menschen, die unter der Verfolgung und der Brutalität und der Gewalt gelitten haben, möglichst getrennt. Also das heißt, die Opferrolle, dieses Gefühl, wir sind die immer von der Geschichte betrogen worden sind, ist eine total wichtige Motivlage in allen nationalistischen und auch autoritären Bewegungen.
du hast über die polnischen Antisemiten gesprochen und das waren natürlich diese christlichen Antisemiten. Der Antisemitismus ist ja keine Nazi-Erfindung, sondern eine christliche Erfindung, die es schon Jahrhunderte vor den Nazis gegeben hat. Und ebenso auch in Österreich. Und dieser christliche Antisemitismus hat sich in Österreich sehr oft und gerade auch in der Kultur ausgewirkt und in der Kultur oder in der Kunst. Und eine der interessanten Geschichten, von der Sie vielleicht schon mal gehört haben, aber die ich Ihnen vielleicht noch vielleicht erzählen will, ist die des Reigen von Arthur Schnitzler. Der Reigen, Schnitzler hat den schon 1904 geschrieben, dieses Stück, das durfte natürlich nicht im Kaiserreich aufgeführt werden. Also da die kaiserliche Zensurbehörde hat einen Nervenzusammenbruch bekommen, wie sie es das erste Mal gelesen haben. Es geht in diesem Stück, wenn ich Ihnen das kurz in Erinnerung rufen darf, um einen Reigen eben. Es trifft der Soldat, die Dirne gabelt auf der Augartenbrücke beim Donaukanal den Soldaten auf. In der nächsten Szene treibt es der Soldat mit dem Dienstmädchen im Prater. Das Dienstmädchen treibt es mit dem jungen Herrn im Haus, wo sie arbeitet. Der junge Herr gabelt die Schauspielerin auf, die Schauspielerin den Anwalt, der Anwalt die blablabla und so weiter und so weiter. Das endet jedenfalls alles dann wieder logisch auf der Augartenbrücke. Ne? Gut, das Reigen ist geschlossen. Das alles ist natürlich nicht jetzt im Theater nicht szenisch dargestellt, es war ja kein Porno, sondern es war so wie beim Schnitzler halt in Dialogen. Ne? Und so. War nicht einmal das ist gegangen. Und 1921 dachte Schnitzler, na gut, jetzt ist vielleicht Zeit, jetzt könnte man das einmal machen. Nicht? Und ja, der Reigen wird im Februar 1921 in den Kammerspielen auf der Roten Turmstraße uraufgeführt. Mit einer entsprechenden Begleitung schon der einschlägigen Presse, die Reichspost, das christlich-soziale Organ der christlich-sozialen Partei, ist also außer sich und schreibt über diese, Zitat, Bordellprologe des Juden Schnitzler und das Publikum, das sich, Zitat wieder, das sich diese geilste Pornografie ansieht, wird jetzt von der Reichspost folgendermaßen dargestellt: Schnaufende Dickwänste mit ihrem weiblichen Anhange, der den Namen der deutschen Frau schändet, sollen sich jetzt dort allabendlich ihre im wüsten Sinnentaumel erschlafften Nerven aufkitzeln lassen. Allein wir gedenken den Herrschaften das Vergnügen bald zu verleiden. Und noch am selben Tag tritt der spätere Bundeskanzler, der christlich-soziale Abgeordnete und Prälat Ignaz Seipel bei einer Versammlung der Katholiken Österreichs auf und wettert ebenfalls gegen dieses Schmutzstück aus der Feder eines jüdischen Autors. Am nächsten Tag stürmen hunderte Demonstranten die Kammerspiele und der Schnitzler schreibt dann am Abend in sein Tagebuch über diese Szene, war selber im Theater zufällig an dem Tag: Geschrei, Toben, Brüllen, ein paar hundert sind eingedrungen, attackieren die Besucher, Publikum flieht, wird insultiert, ich auf der Bühne, ungeheure Erregung, eiserner Vorhang vor, Publikum flieht auf die Bühne, das Gesindel tobt, schmeißt Sachen an den Vorhang und will die Türen einbrechen. Zu Kurs von Wache und Volkswehr kommt allmähliche Räumung. Er hat ein Glück, dass er nicht erkannt worden wäre, sonst hätten die dort ordentlich verbrüllt. Wenige Wochen nach diesem Tumult in Wien wird ein sehr riskanter Versuch, das Stück in Salzburg, im Salzburger Kurhaus, gelesen, also gar nicht szenisch gespielt, sondern gelesen. Tags darauf, also wieder stürmen die Demonstranten den Saal und hauen die Zuhörer und hauen die Sachen zusammen. Und am nächsten Tag schreibt die Salzburger Tageszeitung Volksruf darüber, über diese Szenen: Die Salzburger Jugend hat eine Antwort erteilt, dass den jüdischen und vom Judengeist verseuchten Herrschaften die Lust vergehen wird, nochmals die christlich-deutsche Bevölkerung von Salzburg herauszufordern. Der Saal wurde im Sturmschritt geräumt, einige Juden wurden etwas unsanft darüber belehrt, dass sie sich als Gäste in Salzburg anständig aufzuführen haben. 1921, also das kennt
1941 auch stehen im Völkischen Beobachter. Da ist kein Unterschied in der Diktion und in der Aggressivität. Nur, dass halt das nicht halt aufgeführt worden wäre, der Reigen. Aber so, das zeigt Ihnen ungefähr die Stimmung. Sie kennen den Reigen, Sie wissen, das ist ein völlig harmloses Ding. So ist das gesehen worden und da kann man sich ungefähr den Geist, der da gewabert ist, vorstellen. Und was ist noch immer passiert nach diesen Ereignissen? Na, das sind nicht diese Demonstranten, die da alles niedergeschlagen haben, dann eingesperrt worden, sondern am nächsten Tag hat dann die Polizeibehörde oder die Stadt jede weitere Aufführung verboten, weil ja da die Sicherheit nicht gewährleistet ist. Nicht? Also das hat dazu geführt, dass es halt nicht mehr aufgeführt worden ist. Nicht? Die Frage ist für mich die Rolle der Medien damals, weil das Interessante ist, wenn wir wieder zum Beispiel Ungarn heute gehen, Viktor Orban hat er schon einmal regiert um die Jahrtausendwende, wurde dann abgewählt von einer auch unglaublich unfähigen und korrupten sozialistischen Regierung, egal, darum soll es nicht gehen. Und als Orban wieder an die Macht zurückgekommen ist, war klar, und er hat das auch mit unglaublicher Konsequenz durchgezogen, gesagt, auch wenn Demokratie nach außen hin aufrechterhalten werden muss, es gibt ja Wahlen, es gibt ein Parlament etc., etc., die Medien müssen unter Kontrolle gebracht werden. Und in Ungarn ist übrigens teilweise über Umwege mit Hilfe österreichischer Unternehmer passiert, die da eine sehr unsaubere Rolle gespielt haben, wurden die Zeitungen, die regimekritischen Zeitungen, entweder geschlossen oder marginalisiert, einfach indem man ihnen die Inserate entzogen hat, eine übrigens auch hierzulande auftauchende Praktik. Und man hat begriffen, in Ungarn hier ist umgekehrt. Hier werden die gefährlich sind, noch mit noch mehr Geld vollgestopft. Das wird nichts gestritten. Ne? Gestrichen. Genau. Also in Ungarn in Ungarn spielen Regionalzeitungen eine große Rolle. Also am Land draußen liest man einfach, ist viel stärker als bei uns, man liest einfach gerne seine Regionalzeitung. Und Orban hat veranlasst, dass die alle unter eine Führung gebracht wurden. Das heißt also, die politischen Inhalte, da bekommen sie ihre Lokalnachrichten, wunderbar. Und was politisch darüber steht, wird quasi von einer zentralen Institution kontrolliert. Das heißt, es geht darum, die Medien spielen in so einer, sagen wir mal, zunehmend ausgehöhlten Demokratie mit autoritären Zügen, spielt es eine riesige Rolle, die Medien unter Kontrolle zu bekommen. Ich weiß nicht, aber wir haben doch in der Zwischenkriegszeit, also du hast vorhin den Völkischen Beobachter zitiert, gut, aber und die Reichspost hast du auch schon zitiert, aber es gab eine liberale Presse. Naja, aber die sind dem allen ziemlich gleichgültig gegenübergestanden. Es waren zwar auch Juden in der liberalen Presse tätig, aber man sah sich da jetzt nicht veranlasst, da jetzt groß einzuschreiten. So wie der Köhlmeier schreibt, nicht? Sind das kleine Schritte gesehen worden. Nicht? Sie müssen sich vorstellen, es war ein gewaltiger Krieg, es sind Leute auf der Straße verhungert. Es war ja nicht so wie jetzt, dass auch Kleinigkeiten oft in der Zeitung stehen. Das sind riesige Umwälzungen. Naja, und da sind halt ein paar Juden kaut worden. Naja, schlimm, aber ein kleiner Schritt, der es nicht wert ist. Es hat keine große Bewegung dagegen gegeben. Ne? Es gab keine Zivilgesellschaft gab es nicht. Ne? Es waren die Sozialdemokraten waren zwar dagegen, die haben das auch thematisiert, aber gut, das war ja der Partei. Ne? Da ist keine große Gegenwehr gegeben. Im Gegenteil, bereits 1921, es gab erste Ansätze einer nationalsozialistischen Partei. In Salzburg ist zum Beispiel eine gegründet worden. 1921 gibt es Landtagswahlen in Salzburg, die ersten in der Zeit in der Republik. Und der Spitzenkandidat der Salzburger Christlichsozialen, Franz Rehrl, der Name, den werden Sie gehört haben, immer wenn es geht, der Erbauer der Großglockner Hochalpenstraße, Franz Rehrl, der Erbauer des Festspielhauses, Franz Rehrl, also ein berühmter Politiker in Salzburg. Und der Franz Rehrl geht schon 1921 mit seiner Partei, den Christlichsozialen, eine Listengemeinschaft mit der NSDAP ein und denen wird ein Mandat versprochen. Weil man weiß, die bringen sicher weniger Stimmen als die eigene Partei, aber ein Mandat ist ihnen sicher versprochen worden und die machen dann die NSDAP, die erste Listengemeinschaft im Jahr 1921 bereits.
Der Rehrl war auch der, der dem Salzburger Antisemitentag alles Gute und erfolgreiche Beratungen gewünscht hat. Also das war dann viele Jahre lang, also 15 Jahre lang oder noch länger, Landeshauptmann von Salzburg. Ich frage mich halt immer, wie viel Aufarbeitung von Geschichte, von dieser Geschichte braucht eine Demokratie und wie viel haben wir verabsäumt? Also wir wissen es, Gott sei Dank hat ja Österreich sehr viel, gerade den Antisemitismus, also durch die Waldheim-Ära und die Folgen haben wir da wirklich sehr viel aufgeholt, sind heute, würde ich mal sagen, zu einem sehr offenen Verhältnis zu den Verbrechen, die hier verübt wurden, gekommen. Aber es ist wirklich erstaunlich, wenn ich noch einen Blick nach Spanien werfen darf und wie weit da auf einmal Geschichte so hochpoppt. Ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, vor 2 Wochen gab es einen riesen Streit in Spanien. Es gab den Höhepunkt eines über Jahre andauernden Streits um die Umbettung von General Franco, des Diktators seit 40 Jahren. Ein Riesentheater. Die Sozialisten wollten das ja Ewigkeiten schon machen. Im Prinzip war es natürlich auch ein Symbol, für sie sehr wichtig. Das heißt, dann gab es Proteste dagegen. Man hat es verschoben und verschoben und verschoben und schließlich jetzt vor wenigen Wochen unter Riesentara ist dieser Diktator 40 Jahre, nachdem er verstorben ist, aus diesem riesigen Mausoleum. Wenn Sie mal nach Madrid kommen, müssen Sie sich anschauen. Das ist ein unfassbares Bauwerk. Da ist ein ganzes Tal zu betoniert worden als Heldendenkmal und in der Mitte ruhte, weil jetzt ist er ja in eine Kirche nach Madrid verlegt worden, der Diktator. Und für mich war so erstaunlich, dass man, das ist ja nur ein Symbol, wie sehr man, also in einer Demokratie wie Spanien einfach, stellen Sie sich vor, Franco stirbt 75 und das Erste, was man sich sagt, ist, wie tun wir weiter? Wir sind entschlossen, eine Demokratie zu machen, wir werden es auch durchziehen, aber das Erste, was man tut, ist, wir müssen sehr schnell die Vergangenheit begraben. Wir müssen sie irgendwo unter die Decke bringen, weil einfach, wenn wir die jetzt aufkochen lassen, den Bürgerkrieg, den Faschismus, die Diktatur, die Verbrechen der Diktatur, dann kommen wir nie auf eine Demokratie. Also in Spanien ist das so, man nannte die Periode des Übergangs und hat dann nach 3 bis 4 Jahren dieser Übergangsperiode, haben dann die Sozialisten die Wahlen gewonnen und dann ist Spanien in die Demokratie gegangen, die es heute ist. Aber man sieht sozusagen, diese Dinge bleiben unaufgearbeitet und sie drängen sich auf einmal und die Brutalität der Katalonien-Krise, wie gesagt, in einem der wohlhabendsten Regionen Europas, wir reden ja nicht von einem armen Haus wie von Rumänien, sondern das ist eine wohlhabende Region. Die Brutalität, die da auf einmal völlig sinnlos aufpoppt, ist unaufgearbeitete Geschichte. Einfach weil man das Gefühl gehabt hat, wir müssen, wenn wir in die Demokratie gehen, können wir es uns nicht leisten, diese Dinge jetzt aufzuarbeiten. Und ich kann mich erinnern, es ist ein paar Jahre her, habe ich in der Nähe von Barcelona gab es eine private Initiative, die haben entlang der Autobahn, standen die mit Schaufeln und haben dort gegraben. Ich dachte, okay, bin stehen geblieben, haben wir das angeschaut. Das waren die Nachkommen ehemaliger Bürgerkriegskämpfer, die dort die Massengräber der gestorbenen Bürgerkriegskämpfer, also ihrer Vorfahren, ausgehoben haben, weil einfach die sind dort liegen geblieben, hat sich nie wieder darum gekümmert und man hat einfach die Toten sozusagen versucht, möglichst ruhen zu lassen, um nur ja diesen Konflikt, der natürlich das Land irgendwann zerrissen hat, um nur ja zu nicht hochkochen zu lassen. Das heißt, die Frage, die ich mir auch in Österreich immer wieder stelle, ist, haben wir genug getan, haben wir genug Geschichte aufgearbeitet und vor allem, wir erinnern uns an die ersten Nachkriegsjahre, also deine ganzen Hauptfiguren, die bei dir in den 20er Jahren eine Rolle spielen, tauchen ja in den späten 40ern wieder auf, und zwar unbescholten, ohne Sanktionen, auch weil man in Österreich irgendwie das Gefühl hatte, man kann es sich nicht leisten, die Dinge wirklich tiefgreifend aufzuarbeiten. Man musste viele Dinge einfach tabuisieren, weil man hat das Gefühl gehabt, man kommt sonst nicht voran. Es hat doch niemanden geschadet eigentlich, nicht? Wenn man anschaut, da nehmen wir den Bundeskanzler Josef Klaus, der wird Ihnen noch in Erinnerung sein, war von 1964 bis 1970 Bundeskanzler. Ein gebürtiger Kärntner, der auch Salzburger Landeshauptmann war. Und der Josef Klaus war zum Beispiel im Jahr 1932 einer der drei Repräsentanten der sogenannten Deutschen Studentenschaft. Das war so die Vorläuferorganisation der österreichischen Hochschülerschaft. Und diese drei Vorsitzenden haben einen Brief an den neuen Dekan
der medizinischen Fakultät geschickt, indem sie ihm geschrieben haben, sie erwarten, dass er jetzt sein Amt sofort wieder zurücklegt, weil es einem Juden nicht zusteht, ein solches Amt einzunehmen. Josef Klaus. Ja, hat ihm nicht geschaut. Er war 6 Jahre lang vorher Finanzminister und dann 6 Jahre lang Bundeskanzler. Und das ist eigentlich kurz, aber irgendwie hat man darüber gesprochen, dass der Klaus da bei so einer antisemitischen Organisation war. Aber das ist nicht groß diskutiert worden. Und auch im Wahlkampf, also dann im Jahr 1970, als er dann das Plakat aufgehängt hat, ein echter Österreicher, wo jeder halt noch weiterdenken konnte und nicht der Jud Kreisky, ne, der sein Gegenkandidat war. Das hat man es gar nicht hinschreiben müssen, das hat eh jeder verstanden, wenn er es verstehen wollte. Da hat man schon drüber geredet, aber nicht, dass das jetzt ein großer Skandal gewesen wäre. Nicht? Also, das war ganz normal. Ja. Was ist denn an dieser Anekdote dran, die mir gerade einfällt, über Adolf Scherf und den berühmten, ich glaube 56 war ja, der Wahlkampf. Das ist erfunden. Wer einmal schon für Adolf ja, war, ist für Adolf, ja, Adolf auch in diesem Jahr. Falsch. Das ist eine der meist diskutierten. Es gibt so viele Anekdoten, die halt nicht stimmen. Waren lustig, aber sie stimmen halt nicht. Es gibt ja auch eine um den Egon Erwin Kisch mit den Roten Garden. Nicht? Die Roten Garden haben besetzt die Redaktion der Neuen Freien Presse. In der Neuen Freien Presse im Feuilleton hat der Bruder des Egon Erwin Kisch, Paul Kisch, gearbeitet. Paul oder Kassen. Und die Anekdote geht so, der Egon Erwin Kisch kommt da hinein mit seiner wilden Horde und besetzt die Redaktion der Neuen Freien Presse und der Kisch-Bruder sagt, Egon, wenn du jetzt nicht sofort wieder verschwindest, sage ich es der Mama in Prag. ist, wie man dann leicht feststellen konnte, ist von, ja, lieb, aber leider von Friedrich Thorberg für die Tante Jolisch erfunden. und nicht echt. Herbert, bevor wir jetzt in weiteren Anekdoten verlieren, ich werde dir noch was bitten, nämlich um den schrecklichen Schluss deines Buches. Ich möchte nur kurz noch einmal zusammenfassen, auch noch eine Passage aus meinem Buch lesen, ganz kurz, nur damit ich nochmal betonen kann, worum es mir eigentlich gegangen ist. Geschichte wird heute nicht weniger als in der Vergangenheit als politisches Werkzeug missbraucht. In Europa wurden und werden Identitäten aus der Vergangenheit definiert. Man beansprucht, etwas zu sein, weil man etwas war. Das ist zwar Jahrhunderte alte politische Praxis und lieferte schon in der brüchigen, von ständig wechselnden Grenzen, Konflikten und Konstellationen geprägten europäischen Vergangenheit unweigerlich Anlass für neue Konflikte. Gerade das 20. Jahrhundert mit seinen großen Kriegen und gigantischen territorialen Verschiebungen hat viele dieser Widersprüche unaufgelöst hinterlassen, oft sind sie bis heute tabuisiert. Nur so ist es möglich, dass von Schottland bis Spanien sogenannte Freiheitsbewegungen Nationalstaaten in Frage stellen und diese damit in tiefe politische Krisen stürzen. In Krisen wie diesen stehen zwei Identitäten, zwei Vorstellungen von Nation und Staat einander völlig verständnislos gegenüber, weil sie auf zwei unterschiedlichen Geschichtsbildern aufgebaut sind. Ich bin unterwegs gewesen, um die Bruchstücke dieser Geschichtsbilder aufzusammeln und zusammenzusetzen. Und manchmal stand ich mittendrin in diesen Bruchstücken, als wäre niemand da gewesen, um sie wegzuräumen. In Dörfern im Norden Tschechiens, wo heute, 70 Jahre nach Kriegsende, bettelarme Roma in den immer noch halb verfallenen Bürgerhäusern der vertriebenen Deutschen wohnen, wo das Schild Gasthaus bis heute über einem Tor hängt. Das dazu, und ich kann mich an deine brillante Veranstaltung vor 2 Tagen, wo Franz Vranitzky den Schluss deines Buches vorgelesen hat, darf ich mir den wünschen? Ja, klar, natürlich. Im Epilog habe ich ausgegraben eine Aufzeichnungen des Gefängnispsychologen Gustav Schilber beim Nürnberger Kriegsverbrecherprozess. Der hat, also dieser Gefängnispsychologe hat also alle diese Nazi-Größen da befragt und mit ihnen gesprochen und hat dann das niedergeschrieben. Und er hat unter anderem auch den Hermann Göring gefragt, wie es denn möglich gewesen ist, dass die Nazis so schnell so groß geworden sind. Sie müssen sich ja vorstellen,
Die NSDAP hatte bei den Reichstagswahlen von 1928 2,6%. Und bei den Reichstagswahlen von 1932, also 4 Jahre später, 43%. Ja? Also den 40% dazugewonnen. Das war natürlich die Folgen dieser Wirtschaftskrise, hat da mitgewirkt. Und das war natürlich nicht abzusehen. Nur weil wir vor am Beginn darüber gesprochen haben, ob man das sehen konnte. Nicht? Bei einer 2,8% oder 2,6% Partei hätte ich auch nicht ernst genommen. Nicht? Also das ist die Bierpartei oder irgend so. das nimmt man nicht ernst. Nicht? Aber das war halt da anders. Und jedenfalls, der Gefängnispsychologe fragt den Hermann Göring, warum ist das gelungen? Warum seid ihr so schnell so groß geworden? Warum habt ihr so schnell Erfolg gehabt, also ihr Nazis? Ja? Und der Göring sagt, das ist ganz einfach. Man braucht nichts zu tun, als dem Volk zu sagen, es werde angegriffen. Und den Pazifisten ihren Mangel an Patriotismus vorwerfen und behaupten, sie brächten das Land in Gefahr. Diese Methode funktioniert in jedem Land. Und da werden wir ja auch mitunter auch Zeuge vom Anwenden dieser Methode, wenn auch nicht mit diesen schrecklichen Folgen. Ja. Noch nicht. Ja. Dankeschön. Wir sind gerne bereit, wenn Sie Fragen haben, irgendwas kommentieren wollen, wenn Ihnen gerade was eingefallen ist, gerne jederzeit. Ja, der Herr da hinten. Schon ein paar Worte zu sagen, also über die Haltung von Stefan Zweig und von Karl Kraus, also gegenüber der ganzen Problematik, also Aufkommen des Faschismus. Ist es richtig, dass der Karl Kraus das eher unterschätzt hat, wogegen der Stefan Zweig ja in der Welt von gestern das ganz genau schon analysiert hat und geschrieben hat? Danke. Danke für die Frage. Das ist ein interessantes Thema. Stefan Zweig war am Beginn, ja, also während des Weltkriegs, nicht der Stefan Zweig, den wir kennen. Ja. Das war er hat sich von dem ganzen nationalistischen Taumel mitreißen lassen und hat zum Beispiel geschrieben, im August 1914, also im ersten Kriegsmonat, in einem Feuilleton für die Neue Freie Presse: Mit beiden Fäusten nach rechts und links muss Deutschland jetzt zuschlagen. Jeder Muskel seiner herrlichen Volkskraft ist angespannt bis zum Äußersten. Jeder Nerv seines Willens bebt von Mut und Zuversicht. Das war am Beginn des Kriegs. Gegen Ende des Kriegs, im Frühjahr 1918, hat er schon sehr, sehr seherisch eigentlich, also die Niederlage der Achsenmächte war sowieso schon abzusehen, aber er hat auch seherisch gesehen, was nach dem Krieg passieren wird, und hat geschrieben, Erbitterung, also im Frühjahr 1918 jetzt, ja, Erbitterung wird sich nach dem Krieg nicht gegen die Kriegshetzer, die Reichspostpartei, sondern gegen die Juden entladen. Ich bin überzeugt, felsenfest, dass nach dem Krieg der Antisemitismus die Zukunft dieser Großösterreicher sein wird. Stefan Zweig hat dann immer wieder in Briefen an Bekannte geschrieben, wie gefährlich er das alles, er hat in Salzburg gelebt dann, wie gefährlich er das alles findet, was man da aus München so hört. Und Salzburg war ja näher bei München und darum hat er das mitbekommen eher. Er hat aber in seiner Literatur, ist er mit keinem Wort auf das eingegangen. Ja? Er hat gesehen, was passiert. Es war ihm klarer als alle anderen, wenn man seine, nicht nur die Welt von gestern, das hat er nachher, das hat er erst 1941 oder 1942 geschrieben, aber auch schon in dieser Zeit hat er das klarer als andere gesehen, aber er hat eigentlich in seiner Literatur nie darauf Bezug genommen. Er hat seine schönen historischen Biografien geschrieben, die wir alle gern lesen, aber gelesen haben, aber nichts über die, nichts zu den aktuellen Zeitläufen. Karl Kraus hat 1925 mit den letzten Tagen der Menschheit dann ja ein bleibendes Denkmal gesetzt mit der Auseinandersetzung mit diesem Krieg und mit der Monarchie, war politisch nie genau einzuordnen. Er hat zum Beispiel 1927 nach dem Justizpalast radikaler als jeder andere die Regierung und die Polizei kritisiert, ja, die da also mit großer Brutalität vorgegangen ist. Also schärfer als jeder andere.
Gleichzeitig hat er dann 1933, 34, als die Demokratie beseitigt wurde, sich auf diese Seite geschlagen. Er war, das war dann, aber dann schon älter natürlich ein bisschen, hat die Sozialdemokraten niedergeschrieben in einer Weise, die unvergleichlich ist, und hat gesagt, der Dollfuss, das ist der, auf den wir jetzt setzen müssen, das ist der, der uns vor den Nazis bewahren wird, und war voll auf der Seite der Austrofaschisten. Es war dann so ein tragisches Ende. Er ist von einem Radfahrer niedergestoßen worden und ist an den Folgen dieser Verletzungen dann wenige Monate später dann gestorben. Das war auch eine tragische Sache, aber so ungefähr so, das waren ungefähr die politischen Linien. Zweig ist 1934 schon, hat 1934 schon das Land verlassen, nach einer schikanösen Hausdurchsuchung bei ihm, der hat so ein kleines Schlösschen am Kapuzinerberg gehabt in Salzburg, und da ist schon 1934 eine Hausdurchsuchung durchgeführt worden bei ihm. Und er hat dann nachher das Land verlassen. Jetzt, und ich sage jetzt in Klammer auf, ich bin nicht ganz sicher, ob seine Flucht oder seine Emigration wirklich politisch bedingt war. Er hat mit seiner Sekretärin seine Frau verlassen auch gleichzeitig. Also das scheint auch ein Motiv dabei gewesen zu sein. Bitte. Sie haben eingangs also Ihres Vortrags auch erwähnt, Sie könnten nicht mit Sicherheit sagen, also ob Sie nicht quasi mit dem Strom, der damals in den 30er Jahren begonnen hat, mitgeschwommen wären. Na, so habe ich es nicht gesagt. Ich glaube nicht, dass ich mich begeistert hätte für diese. Das habe ich nicht aber gesagt. Aber ich habe mir also zum Beispiel für mich selber diese Frage auch schon gestellt. Ja. Es war ja damals ein unheimlicher Mangel an Medien oder überhaupt an Information, aber was ich trotzdem nicht verstehen kann, diese persönlichen Grausamkeiten, dieses absolut Unhumane, wie kann sowas oder wie konnte sowas so eskalieren? Das verstehe ich nicht. Also Strömung, ja, politisch vielleicht irregeleitet, ja. Aber wo ist der Humanismus geblieben? Ja, das ist eine wichtige Frage, wo sich schon Generationen von Psychologen, Politologen den Kopf drüber zu bringen. Aber nur mit, konnte man sehen, der Hitler ist nach diesem Putschversuch im Jahr 1923 eingesperrt worden. Dann ist er rausgekommen und beim Gefängnistor steht ein Reporter der New York Times, und er schreibt am nächsten Tag in der Zeitung, also der Herr Hitler ist jetzt aus dem Gefängnis entlassen worden, er schaut jetzt weiser und abgeklärter aus als vorher, und man nimmt an, dass er sich in seine Heimat Österreich als Privatmann zurückziehen wird. Im Jahr 1932, habe ich schon gesagt, da kriegen die 43% bei den Wahlen. Es kommt aber keine Regierungsbildung zustande, wenige Monate später muss wiedergewählt werden. Und da verliert die NSDAP 2 oder 3%. Ist immer noch mit weitem Abstand stärkste Partei. Und da schreibt die Frankfurter Allgemeine, aha, jetzt ist der Bann gebrochen, also der Nazi-Fluch ist vorbei, der Hitler wird als kleiner Provinzpolitiker in Bayern enden. Das war im November 1932. 8 Wochen später war er Reichskanzler. Also, das war die Frankfurter Allgemeine und das war die New York Times. Das waren nicht jetzt irgendwelche Pimperlplatteln, sondern auch die haben das nicht gesehen, sehr lange, bis zuletzt nicht. Wir haben doch zu Beginn der 90er, und wenn ich da ins Publikum schaue, das haben wir alle erlebt, wie schnell Humanismus verfliegt im ehemaligen Jugoslawien. In einem Land, das 50 Jahre friedlich gelebt hat und wo wir heute noch die Nachwehen haben, wo also heute eine Regierungspartei in Kroatien offen mit faschistischen Symbolen liebäugelt, Ustascher Helden, also die Kollaborateure Hitlers feiert, etc. Also wie gesagt, es ist erstaunlich, und das ist ja der Punkt, man weiß wahrscheinlich nie genau, wann der Humanismus auf einmal weg ist und wie weit es führen kann. Wie gesagt, also wir stehen... Die 90er Jahre, das ist nicht lang her, haben wir alle erlebt. Wie schnell war Srebrenica möglich? In einem Land, das wir alle kennen. Urlaubsland. Ja. Weit weg. Na, nee. Bitte. In Ungarn, wie erkennt man da oder spürt man hier zum Beispiel auch einen Brain Drain, dass Menschen mit einem gewissen Hintergrund auch das Land bewusst verlassen aufgrund? Und wenn ja, wie spiegelt sich das wieder?
ist das in einer bestimmten Gruppe, in einer Juristinnen, Juristen, Wissenschaft etc.? Vielleicht kannst du dazu etwas erzählen. Das ist ein ganz bitteres Kapitel, was noch bitterer wird dadurch, dass es die Orbán-Regierung völlig tabuisiert, weil sie ja ständig zur Staatsdoktrin erhebt, dass man von Flüchtlingen, also von dieser illegalen Zuwanderung bedroht sei, die ja in Ungarn nicht existiert, weil dort will niemand hin. Die Leute wollen bestenfalls weiter nach Österreich oder nach Deutschland oder nach Schweden. Aber gleichzeitig habe ich natürlich, ich habe in ungarischen Altenheimen Pflegermangel, Ärztemangel erlebt. Und zwar so akut, dass die Leute nicht mehr versorgt werden konnten, weil die Leute einfach gegangen sind. Es gibt, also vor allem am eklatantesten wie immer, was brauchen die Menschen? Ärzte und Krankenpfleger. Und die, also das kann man wirklich im Alltag spürbar, dass all diese Menschen, weil sie natürlich bei uns großartige Chancen haben, denen stehen die Türen offen, die sind einfach gegangen. Das ist ein Riesenproblem, aber die Orbán-Regierung tabuisiert es komplett. Es gab irgendwann Versuche, es gibt jetzt so die Orbán-Regierung, die dann Zuwanderung nicht zulassen will, hat dann angefangen, Babyprämien auszugeben. Eine nette Idee, aber wir alle wissen, das ist, wenn, dann überhaupt langfristig, und auch wissen wir, dass diese Geldzahlungen noch selten etwas geholfen haben, wenn Leute keine Hoffnung und keine Zukunft sehen in einem Land oder gerade die jungen Gebildeten, dann komme ich mit Babyprämien auch nicht weiter. Was ist eigentlich Ihre Meinung? Wieso gibt es in Europa generell diesen Rechtsdruck? Wenn man schaut, Salvini, all diese Leute und Konsorten, die kommen raus wie die Schwammerln im Wald, sage ich jetzt. Ja, wir kommen zu dieser... Also zu dieser wieso ist das? Ich meine, es geht uns doch allen gut. Warum dann dieser Rechtsruck? Es gibt in einem großen Teil, in einem beträchtlichen Teil der Bevölkerung das Gefühl, und jetzt sind wir wieder bei diesem Gefühl, dass Nationalisten ja ansprechen können. Wir haben es vorher gerade gesagt und wir haben es bittererweise von Hermann Göring hören müssen, nämlich dieses Gefühl, zu kurz gekommen zu sein. Also dieses Gefühl, ich bin auf der falschen Seite der Geschichte gelandet, ich bin der, dem man was weggenommen hat, dem man etwas wegnehmen wird, und es gibt andere, die es mir wegnehmen. Und leider Gottes, in Zeiten wachsender Unsicherheit, machen wir uns nichts vor, ist das ein Gefühl, das natürlich auch seine Berechtigung hat. Ich würde also, wäre blöd, und Politiker sind wirklich blöd, wenn sie meinen, den Leuten dieses Gefühl absprechen zu müssen. Das ist die größte Gefahr. Also wenn man dann sagt, ich weiß nicht, ich durfte das vor ein paar Wochen, oder es sind mittlerweile Monate, im Osten Deutschlands erleben, wo die AfD das natürlich offen anspielt. Wobei die AfD dann zynischerweise mit den Parolen der ehemaligen DDR-Bürgerrechtsbewegung spazieren geht. Also das lässt die AfD, die rechtspopulistische AfD, lässt Wir sind das Volk skandieren bei ihren Wahlkampfveranstaltungen. Das sind die, mit denen diese tapferen Menschen ihre eigene Diktatur hinweggefegt haben. Jetzt skandiert es die AfD. Und sie lebt von einem Grundgefühl, und es ist immer das Gleiche, wir sind die, die zu kurz gekommen sind. Und dieses Gefühl, wie gesagt, lässt sich perfekt und es lässt sich immer abrufen, und zwar vor allem in Zeiten wachsender Unsicherheit. Das Interessante ist ja, dass dieses Gefühl, ich bin zu kurz gekommen, ja, sich selten gegen jene richtet, ja, die wirklich mehr haben, sondern gegen jene richtet, die noch weniger haben oder gar nichts haben. Und das verstehe ich überhaupt nicht, warum man das nicht in der Lage ist. Das ist ja gar nichts intellektuell Dramatisches, ja, sondern das ist etwas leicht Verständliches. Wenn ich sage, wenn ich jetzt 1000 Flüchtlinge weniger nach Österreich lasse, kriegt die Mindestrentnerin auch nicht 100 Euro mehr. Ja, dieses kommunizierende Gefäß gibt es ja nicht. Also warum funktioniert dieser Mechanismus? Und das Zweite ist, diese Sündenbock-Philosophie hat ja auch funktioniert, ja auch schon seit es Menschen gibt. Ja, und Sie haben vorher gesagt, zuerst wird geredet und dann wird geschlagen. Irgendwann einmal ist der Weg dort, dass ich vom Fenster Scheiben einschlagen, heute auf Kopfschlagen hinkomme, ja, und dann vom materiellen Schaden zum physischen Schaden hinkomme. Und das ist dann, der erste ist vielleicht noch schwierig, den du dann im Kopf hast. Beim zweiten wird es nicht mehr so schwierig. Und wir haben ja Bürgerkriege und ähnliche Auseinandersetzungen nicht nur in Europa. Dramatisch, wenn man sich Ruanda anschaut, was da passiert ist. Ja? Oder andere Völkermorde oder Minderheitenmorde. Wir haben die Roma
Situation in Osteuropa. Ja? Also das ist ja nicht nur ein Antisemitismus in Osteuropa, es ist ja generell ein hohes Minderheiten, absolut, eine hohe Minderheitenaversion. Ja? Also ich habe selber lange nur in der Slowakei gearbeitet, ich weiß, was die über die Romas reden. Genau. Ja? Und das ist in Rumänien, in Tschechien ist es genau das Gleiche. Genau. Also warum ist der Mensch dem, der weniger hat, noch viel neidiger als der, der doch deutlich mehr hat? Ich glaube, auch um die den Bogen zu spannen Richtung Diskussion Vermögensteuer. Der ist wehrloser. Der wenig hat, ist wehrloser. Da ist es viel, viel risikoloser, auf dem herumzutrampeln, als auf einen Mächtigen. Auf einen Mächtigen ist schwer herumzutrampeln. Auf einen Wehrlosen ist leicht herumzutrampeln. Nein, überhaupt nicht. Also ich erinnere nur an die Maßnahme der letzten Regierung, die die Familienbeihilfe für die Pflegerinnen und für die Frauen, die da bei uns arbeiten, gekürzt hat, wo im Reziprok die Leute, die aus der Schweiz sind und arbeiten, mehr gekriegt haben. Ja? Also das ist, auf die Armen ist leichter herumzutrampeln, aber nur zu Ihrer Frage noch, zur Opfergeschichte. Wer hat, kann man sich fragen, wer hat denn eigentlich die NSDAP gewählt? Die ist ja eine gewählte Partei. Wer hat zum Beispiel in Österreich die NSDAP gewählt? Ja? Also die NSDAP hat 1932, das ist die Messlatte, an der man das noch, wo man das messen kann. 1932 hat es keine Wahl mehr gegeben, aber 1932 ist in Österreich noch in 4 Bundesländern haben Landtagswahlen stattgefunden und in allen 4 ist erstmals auch die NSDAP angetreten. Oder jedenfalls erfolgreich angetreten. Vorher war es eine 1%-Partei. In Salzburg, in Wien, in Niederösterreich und in Vorarlberg. In Vorarlberg haben sie 10% gekriegt, in Niederösterreich 14, in Wien 17 und in Salzburg 21 oder 22. Jetzt kann man sich, in Wien ist die Wahlanalyse am nutzbringendsten, weil in Wien weiß man ungefähr, wer in welchem Bezirk wohnt, bis heute eigentlich weiß man, welchen sozialen Charakter oder welche soziale Zusammensetzung ein Wiener Gemeindebezirk hat. Was glauben Sie, in welchen Bezirken die NSDAP im Jahr 1932 am stärksten war? Da würde jetzt jeder sagen, naja, da war schon die Wirtschaftskrise, die werden wahrscheinlich den größten Zulauf heute in die Hakler-Bezirke gehabt haben, nicht? Falsch. Die NSDAP war am stärksten im Bezirk, im vierten Bezirk, Wieden, wo es kein Hacklerbezirk ist, eindeutig nicht. Am zweitstärksten in Währing und am drittstärksten in der Josefstadt. Alles drei bürgerliche Bezirke. Am schwächsten waren sie in Favoriten und in Simmering. Am allerschwächsten. Ja, also da haben sie fast nichts gewonnen gehabt. Ja. Also, als Opfer oder als gefährdet sahen sich, Opfer vielleicht in dem Fall nicht, aber das Bürgertum hat Angst gehabt und hat geglaubt, die Nazis helfen ihnen dabei, das, was sie halt gehabt haben, zu sichern. Nicht? Während diese Hoffnung die Hakler offenbar nicht in die Nationalsozialisten damals gesetzt haben. Also das ist die letzte Wahl, wo man das ein bisschen beurteilen kann, 1932, weil es nachher halt keine mehr gegeben hat. Ne? Naja, und heute wissen wir, dank des jahrzehntelangen Aufschwungs und des Sozialstaates, ist halt ein Großteil der Arbeiterschaft heute Teil des Bürgertums und hat heute Verlustängste. Heute ist anders. Ist einfach ins Bürgertum eingewandert. Diese Verlustangst ist eingewandert, ist vorhanden und kann halt damals wie heute manipuliert werden. Und wie gesagt, oft mit so erstaunlich simplen Mitteln. Also es ist wirklich frappierend, wie deppert die AfD, entschuldigen Sie die Deutlichkeit, in Ostdeutschland auftritt. Man glaubt es nicht. Ich glaube, der Junge da hinten wollte noch was sagen. Zeit gegenüber dem klassischen, auch heute besprochenen oder immer aktuellen Thema Ausländer positioniert. Gab es da auch wie heute eventuell noch so einen Grabenkämpfe oder gab es da eine klare Linie der Sozialdemokratie? Ja, also das Thema Ausländerpolitik war in der Ersten Republik, so wie wir es das Thema Ausländerpolitik kennen, nicht so präsent. Es war die Juden. Frage. Aber, genau, ja, die sind also als Ausländer, also die jedenfalls zugewandert sind aus den anderen Teilen der Monarchie, sind die als Ausländer behandelt worden, aber nicht wie hat die Sozialdemokratie reagiert? Also da ein großer Teil der sozialdemokratischen Führungsschicht selber Juden waren,
haben Sie diesen Antisemitismus natürlich nicht gefolgt. Es gab aber einige Karikaturen, wo so der Kapitalist halt auch so irgendwie gezeichnet wurde, wie halt in anderen Zeitungen die Juden gezeichnet werden. Es gab da so ein bisschen, dieser Antikapitalismus hat immer so eine gewisse Tendenz gehabt. Also, so klar, antisemitisch waren es natürlich nicht, weil sowohl der Parteigründer Viktor Adler als auch sein Sohn Friedrich Adler, der eine wichtige Rolle in der Partei gespielt hat, als auch Otto Bauer und viele andere in der Wiener Stadt, vor allem im Roten Wien, viele Stadträte auch selber Juden waren. Also wenn es zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Wien gerade eine Art Anti-Ausländer-Stimmung gegeben hat, war sie auch gegen die Tschechen gerichtet, also gegen die frisch zugewanderten Tschechen, die man also Von denen auch viele dann, glaube ich, wieder zurückgegangen sind, wie der Nationalstaat gegründet wurde. Ne? Genau. Aber es ist interessant, was die Tschechen betrifft. Wenn man sich die Gemeinderatsliste, also die Kandidatenliste der NSDAP im Jahr 1932 in Wien anschaut, da war jeder Zweite, hat geheißen Busseck, Woproschalek, Navratil und so weiter. Das waren die Überanpassler. Ne? Die wollen besonders deutsch sein, ja, und haben gesagt, also ich bin der Superdeutsche und daher kandidiere ich für die NSDAP. Ne? Das hat so diese... DNA ja. Gut, Aria, ja. Von der Fusion. Ja, ja. Der Aria. Ja. Noch eine, bitte. Da hinten auch noch. Dankeschön. Sie haben kurz erwähnt, Frankfurter Allgemeine, New York Times und so weiter. Die Rolle damals der Medien war sicherlich eine andere gegenüber den heutigen Medien. Wie sehen Sie sozusagen die Schuld der Medien an der heutigen Situation, dass wir Rassismus, Nationalismus in der Stärke wieder vorfinden? Was unsere Zeitungen betrifft? Ja, egal. Also heute oder damals? Heute, ja. Heute. Puh. Naja. Also ich erzähle Ihnen nur zwei Geschichten, ja, um das ein bisschen zu illustrieren. Vor zwei oder drei Jahren, nein, schon vier Jahre her, glaube ich. Also nach dieser also 2015 ist die Flüchtlingsgeschichte gewesen, 2016 erscheint in der Kronenzeitung in der Steiermark eine Geschichte, dass afghanische Flüchtlinge einen Waggon der ÖBB zerrissen, aufgeschlitzt hätten und so weiter, weil dort sind Christenärsche gesessen sozusagen. Nicht? So die Kronenzeitung. Mit dieser Begründung hätten die afghanischen Flüchtlinge diese Sitze und alles simuliert in dem Zug. Daraufhin, die schreiben das, die Kronenzeitung, natürlich am nächsten Tag Leserbriefe, in der üblichen Form halt. Am nächsten Tag ruft die kleine Zeitung bei der Polizei und bei den ÖBB an und sagen, warum habt ihr uns das nicht gesagt? Wir hätten das auch gern gewusst, wann da das eine solche Zerstörung ist. Daraufhin sagt die Polizei und die ÖBB, wir wissen von dem nichts. Und die ÖBB sagen, uns ist kein Waggon zerstört worden. Die Polizei sagen, wir sind mit dem nicht befasst worden. Es war eine rein erfundene Geschichte. Der Chefredakteur der Steirer Krone ist daraufhin beurlaubt worden. Dieser Urlaub dauerte 3 Wochen und wurde wahrscheinlich in Thailand oder irgendwo verbracht. Und dann war er wieder in Amt und Würden. Ja. Die zweite Geschichte, ebenfalls wieder Kronenzeitung, die eine tagelang wird darüber berichtet, in Wort und Bild. Eine Frau, eine Wienerin, geht mit ihrem Hund äußern und wird von einer somalischen Flüchtlingsfrau attackiert mit den Worten, Hunde sind unrein, habe diese Flüchtlingsfrau die Wienerin mit dem Hunderl umkaut und sie sei so ungünstig gefallen, dass sie das Knie verletzt hat. Ja? Und die Krone am Krankenbett, im Spital, Leserbriefe, noch und nöcher, Michael Janet greift zur Feder und so, alles Mögliche. So. Tage später, also nachdem das tagelang dahingegangen ist, kommt jemand, ich weiß gar nicht, welche Zeitung das war, auf die Idee, einmal bei der Polizei anzurufen und sich nach dem Ding zu erkundigen. Und daraufhin sagt die Polizei, es war eigentlich ganz anders. Die Frau mit dem Hund, die kriegt jetzt eine Verwaltungsstrafe, weil sie hat den Hund freilaufen lassen. Der Hund ist diese Somalierin angefallen und wollte sie beißen, weil die hat anders ausgeschaut, weil anders anzogen oder keine Ahnung, wollte die beißen. Und diese Somalierin hat sie in ihrer Angst an das
Hunde, an die Hundehalterin geklammert, weil sie glaubt hat, dann hört der Hund sie auf, sie zu attackieren. Ja? Daraufhin sind die alle zwei umgefallen. Ja? So, das war die Geschichte. Ja? So. Das sind nur zwei Beispiele. Inzwischen gibt es eine empirische Studie zwischen der Häufigkeit der Erwähnung von Straftaten durch Zuwanderer oder Flüchtlinge und dem tatsächlichen Anteil. Also da haben es, glaube ich, alle Boulevardzeitungen genommen. Also die ginge es nach, wäre das Verhältnis zwischen Nicht-Zuwanderern und Zuwanderern in der Kriminalitätsrate so, wie es tatsächlich ist, dann würden die Grafik, diese Säulen nicht so ausschauen, sondern so. Ja? Also die stellen nicht die Wirklichkeit dar. Dadurch kriegen die leider einen völlig falschen Eindruck natürlich über die Gefährlichkeit der. Ich war im Studio, im Puls 4 Studio, so als nach diesen Politiker-Interviews geben oft Journalisten dann ihren Senf ab dazu. Ne? Das ist also die neue Form. Also ich war einer von denen, die den Senf abgegeben haben, voriges Jahr, nachdem Sebastian Kurz dort interviewt worden ist. Ja? Und die Carina Milborn, die das moderiert hat, sagt zum Kurz: Herr Kurz, ich habe jetzt eine Statistik über Kriminalität. Die Kriminalitätsrate ist seit 2015, seitdem also diese Flüchtlingswelle war, eigentlich jedes Jahr gesunken. Sie machen da so, wie wenn man im Wahlkampf damals gesagt, wie man in Wien gar nicht mehr leben könnte, weil die Kriminalität so hoch ist. Also, und der Kurz hat nicht gesagt, die Österreicher haben mich giert oder das, sondern gesagt, ja, aber es gibt jetzt so viele Messerattentate, Sie dürfen diese Messer nicht unterschätzen, die sind gefährlich. Es gibt so viele, und die Afghanen mit dem Messer, und hat dann nur irgendwelche Messer schwingen Afghanen geredet. Ja. Das sagt alles, was die Wirklichkeit ist und was veröffentlicht wird. Ja. Vor allem diese zwei Beispiele in der Corona-Zeitung, da gibt es noch viele, viele mehr und schlimm, schlimm. Wir schreiben jetzt Scheiße, Erlogene und publizieren das in dem meistgelesenen Blatt Österreichs. Oder es kommt ein Redakteur zu Ihnen und sagt, ich habe da eine super Geschichte, stell dir vor, am Bahnhof haben sie einen Zug zerfetzt. Das ist eine super Geschichte, da bringt ihm das und der Chefredakteur fragt nicht lang nach, sondern sagt, super. Genau. Also du willst, ich glaube, ja, verkauft. Also man muss es so sagen, also bevor wir da also einen Popanz auch machen. Das nicht einfach richtig. Ganz simpel, da muss wo jemand klagen. Kein Kläger, klagen. Da kein Richter. Genau. Da muss jemand klagen. Wenn jemand klagt. Die Somalierin hat nicht geklagt. Genau. Und die Afghanen auch nicht. Und wie gesagt, die Vorgänge sind ganz simpel. Es kommt der Redakteur, der Herbert und ich haben doch auch beide Jahre in Redaktionen verbracht oder verbringen noch. Und das ist, genau, es kommt der Redakteur, sagt, der hat wer angerufen und sagt, es gibt eine Wahnsinnsgeschichte, eben der Waggon. Und wenn die dem Chefredakteur ein Boulevard ins Konzept passt, weil das ist genau die Geschichte, die er braucht, wird sie einfach erzählt. So einfach ist es. Also man soll nicht zu weit ein in Verschwörungstheorien, es wird nicht erfunden, sondern so taucht das auf. Ja. Naja, nicht. Weil er es nicht braucht, weil er sagt, das ist so eine super Geschichte, schreiben wir. Ob es stimmt oder nicht, aber eine gute Geschichte. Natürlich. Das natürlich, ja. Das heißt, es obliegt schon auch dem Einzelnen, welches Blatt ich zu haben. Natürlich. Natürlich. Ja. Gott sei Dank. Ja. Meinungsfreiheit. Also ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt sagen soll. Mich würden mehrere Dinge interessieren. Das erste ist einmal, am Anfang wurde gesagt, also Sie stellen sich die Frage, wie hätten Sie damals reagiert? Ich denke, das hat sich schon fast jeder von uns gestellt. Ja. Sie haben gesagt, Sie sehen keine, ich sage es mit meinen Worten, keine Parallelen zu damals, ja. Oder Sie denken nicht, Sie gehören nicht zu den Personen, die Parallelen sehen und die das sozusagen so düster sehen, wohin sich jetzt alles politisch, wirtschaftspolitisch, gesellschaftspolitisch, sozialpolitisch hin entwickelt.
Mich hätte interessiert, also auf der einen Seite sehen Sie, weil jetzt auch die Mediendiskussion natürlich da sich gerade abbildet, sehen Sie irgendwelche Stimmen in diesem Land, die sozusagen entgegen des fehlenden Humanismus wirklich vehement ihre Stimme erheben und nicht nur die Stimme erheben, sondern auch Taten setzen? Das ist die eine Geschichte. Das zweite ist, ich arbeite ganz, ganz viel mit flüchtlingsjungen Männern, also ursprünglich unbegleitete Minderjährige, jetzt Erwachsene. Und die spüren extrem die Auswirkungen, wenn solche Berichterstattungen erfolgen. Sie werden angegriffen, sie werden angepöbelt, sie haben keine Möglichkeit, sozusagen was anderes zu sagen, obwohl ich sie ganz anders erlebe und sie auch ganz anders leben in diesem Land. Und mich würde schon interessieren, wo, also ob und wo sie massive Stimmen und einen menschlichen Einsatz unabhängig von einem Teil der Zivilgesellschaft sehen und ob sie das sehen. Ja, Sie zum Beispiel, ne? Sie setzen sich ein oder Leute wie Sie. Ne? Naja, aber das auch andere. Ist für mich sehr wenig, wissen Sie? Na, zum Beispiel die katholische Kirche verhält sich in der Frage wirklich, auch die evangelische, verhalten sich in dieser Frage wirklich anständig. Die Caritas zum Beispiel, ne? Das ist eine wichtige Kraft in der Diakonie, in der ganzen Geschichte. Also da gibt es schon, es gibt auch Gute, ne? Es gibt nicht nur Böse. Also es gibt viele Leute, die da schon eine sehr andere Meinung vertreten. Manche sind unbelehrbar. Also es gibt einen harten Kern von, ich schätze mal, 15% der Österreicher, da kann passieren, was will, und die sehen das halt so. Nicht? Also. Das Problem ist, wir sehen immer nur das Schlechte, und mehrmals, glaube ich, sollten wir unterstreichen, dass das Gute ist. Ich vermute mal, dass Sie in diesem Raum nicht alleine sind, was Zivilgesellschaft betrifft, ja. Denn die Situation in Österreich ist so, dass der meiste Teil von Dingen durch die Zivilgesellschaft gestützt wird, ob das jetzt nun diese Art von Engagement ist, ob das anderes Engagement ist. Ich vermute mal, mehr als die Hälfte der Personen in diesem Raum auf irgendeine Art und Weise wird hier Engagement weggenommen, die normalerweise wahrscheinlich früher der Staat vielleicht übernommen hat. Ob das Pflege oder ob das Betreuung von Enkelkindern oder von jungen, minderjährigen Flüchtlingen ist. Ja. Malen wir die Gesellschaft nicht zu schwarz. Also ich darf das immer von unseren Kuriertag, vielleicht waren Sie schon mal dort, feststellen, also wenn ich dann mit unseren Lesern Kontakt habe, also sagen wir mal so, es gibt viel mehr positives Engagement, positive Haltungen, vernünftige Haltungen gegenüber den Problemen, als man oft annimmt. Das war sehr, danke Agnes, ich glaube, ich sehe es auch so. Ja. Also immer wieder eine schöne Erfahrung, wenn bei uns dann die Leser zum Kuriertag kommen, denkt man sich. Vorgeworfen wurde, dass sie das als Wirtschaftsmodell betreibt, die Flüchtlingshilfe. Also wenn das ein Politiker sagt, ja, dann hört sich für mich alles auf. Ja. Also dann das ist ein Affront gegen die Zivilgesellschaft. Und das hier nicht ein da muss ein vehementer Aufschrei passieren, ja, dass sich ein Politiker das erlauben darf und dann auch noch 25-30% Wahlpotenzial hat. Und wie die Ereignisse in jüngster Zeit zeigen, ist die Kriminalitätsrate in bestimmten Parteien höher als in Flüchtlingskreisen. Ich glaube, das nehmen wir als Schlusswort. Oder ich glaube, das ist wirklich. Aber da hinten noch eine Frage, gerne, bitte. Ja, ich möchte die Harmonie jetzt nicht stören, aber weil ja hier dieses Heft liegt, das Rote Wien, also ein bisschen stört mich, also wie gesagt, das ist immer, endet jetzt immer in so einer seligen Harmonie, diese derartige Veranstaltungen, diese Clan-Trennungen. Ja, also im Grunde sind wir jetzt in der Situation, und das ist wirklich die Parallele zur Zwischenkriegszeit, einer extremen Polarisierung. Ja, also wir sind eigentlich die Guten, wir verteufeln das gegnerische Lager. Und für das gegnerische Lager sind wir so quasi die Zurückgebliebenen oder die Nicht-Realisten. Also die Rechten sehen sich ja als Realisten, sehen die Linken als Utopisten, und das linke Lager sieht eben die generell, ja, das rechte Lager als den Leibhaftigen. Ja. Weil eben jetzt hier dieses Heft liegt, wenn man zum Beispiel nur die Geschichte des Austromarxismus betrachtet. Ja. Es gab zum Beispiel den Anschlussparagrafen bis kurz nach 1903, also nach der Machtergreifung in Deutschland. Ja.
Der Deutschnationalismus war eine Selbstverständlichkeit, ja, also für die Riege der bekannten Austromarxisten. Es gibt, glaube von Hilde Spieler geschrieben, dass diese Dialektik von 1934-38, 38 war in gewisser Weise auch die Rache für 1934. Ja. Diese ganzen Umschläge, ja, in welchem Lager befinde ich mich, wie schlägt etwas zurück. Ja. Also nur zu sagen, es gibt immer so einen diffusen Bereich von den zu kurz gekommenen und dann hängt man auch noch das Phantasma um. Ihr seid so quasi immer die Angegriffenen und der Opferstatus, ja, und da holt man ihn quasi zum Gegenschlag aus. Also das, was der Karl Kraus ist, die Verfolgung der Unschuld bezeichnet hat. Ja. Ja, das ist auch ein Erklärungsmodell, aber er erklärt einfach zu wenig. Ja. Und ich sehe das eher so, das Hauptproblem neben dieser Radikalisierung in beiden Lagern, ja, ist das, was der Canetti in der Geburtstagsrede zu Hermann Broch, 36, beschrieben hat. Broch hat eben von einer atmosphärischen Vergiftung gesprochen. Und Canetti weitet das aus und sagt, im Grunde haben wir, und da beruft er sich dann natürlich auch wieder auf Karl Kraus, wir bewegen uns so quasi mit unseren Weltanschauungen zugleich in einer Art Umhüllung. Ja? Und das hat so quasi fast schon so einen totalitären Status. Ja? Wir sehen uns immer selbst bestätigt, ja? Wir bekommen immer die Rückmeldungen, aber nur im eigenen Lager. Ja? Mhm. Und diese ganze Atmosphäre ist dann aber letztendlich vergiftet. Ja? Also der Organismus kann sich dann nicht mehr so quasi regenerieren, ja? in dieser totalitären Umhüllung. Und das ist wirklich was ganz Brisantes. Also das, ich sehe immer noch den Brückenschlag, also ich rede mit den Vertretern des neurechten Lagers. Man muss natürlich immer versuchen, so quasi wie diese ganzen Selbstimmunisierungsstrategien, ja, also wenn ich einen Begriff habe von einem relativ homogenen Volk, was heißt das eigentlich? Ja? Kann ich mich zum Fürsprecher eines sogenannten relativ homogenen Volkes machen, wenn ich aber die Vertreter, die andere politische Ansichten haben, als verrückt oder was bezeichne. Ja? Also diese Widersprüche. Ja? Ich kann mich nicht zum Fürsprecher einer Gruppierung machen, die ich eigentlich ablehne. Also da muss man dann immer ins Detail gehen. Und um es vielleicht ins Positive zu wenden, ich sehe immer geschichtlich, ja, ein sehr schönes Beispiel, dass Mischkulturen eigentlich über weite Strecken erfolgreicher sind, auch lebenswerter als homogene Kulturen, und das sind die multiethnischen Städte. Und es gibt immer vereinzelte Ansätze. Der Karl Markus Gauss hat einmal über Alexandria geschrieben und der schreibt dann wieder über Sarajevo. Klaus Teweleit hat über Sarajevo geschrieben und über das spanische Cordoba. Da müsste man mal ansetzen und sagen, was das eigentlich bedeutet. Ja? Diese gelebten Differenzen, ja, im Gegensatz zu diesem dumpfen, wir wollen eigentlich immer nur, das ist einerlei, ja, das ist erstens einmal, es ist langweilig, ja, es ist eigentlich todlangweilig. Und aber das muss man. Ich darf das ganz kurz und auf den Punkt, wenn wir über Volk reden, ich glaube, bringen wir Ihre Anmerkungen auf den Kernpunkt Volk. Ich fasse es kurz zusammen, das ist ein wichtiges Resümee meines Buches und der historischen Betrachtungen darin. Volk ist eine Fiktion. Volk ist eine Erfindung des 19. Jahrhunderts. Der Herbert als Historiker kann mich gerne korrigieren, aber das Volk ist eine Erfindung des 19. Jahrhunderts, einfach weil ich in einer zerbrechenden Feudalgesellschaft brauchte ich eine neue Identität für die Menschen. Und die findet der Nationalismus des 19. Jahrhunderts in der Idee des Volkes. Auf einmal gibt es Franzosen, es gibt Deutsche, es gibt also Italiener. Das Risorgimento beruht darauf. Also ein Land, das aus lauter Stadtstaaten besteht. Auf einmal gibt es die Idee, es gibt einen Italiener. Also sozusagen, das Volk ist eine Erfindung, aber die Nation ist eine Erfindung, natürlich. Fürs Gute und fürs Schlechte geht es gar nicht mal wertfrei, aber es ist eine Erfindung. Und auf dem aufbauend, und wie gesagt, und diese Erfindung aber, und das ist auch ganz wichtig, was dieses Buch sagen will, ist, die funktioniert bis heute. Also ansprechbar sind die Menschen bis heute damit. Also, aber klarerweise, natürlich Mischkultur, wir sind alle eine Mischkultur, als Urenkel von Ziegelbäm und weiß nicht, wie es Ihnen so geht. Aber wie gesagt, das nur mein Kommentar dazu.